Bevor da in der ersten Reihe die Schnappatmung endgültig überhand nimmt, möchte ich die Auszuzeichnenden schon mal hier auf die Bühne bitten. Ich habe noch ein bisschen Zeit aufsparen. Ich habe noch einen ganz tollen Text vorzulesen. Der Max-Brauer-Preis wurde geschaffen, um Persönlichkeiten oder Einrichtungen mit besonderen Verdiensten, um das kulturelle, wissenschaftliche und geistige Leben Hamburgs auszuzeichnen. Und ich möchte sagen, das ist im Jahre 2018 wirklich so bestens gelungen. Es ist mir eine Ehre, diese Urkunde jetzt an euch, an Sie zu überreichen. Und jetzt kommt der Ton da. Also, ich bitte jetzt mal alle aufzustehen, die jetzt aktuell im Team, im Vorstand, im Verein sind oder es in den letzten fast 30 Jahren gewesen sind. Bitte. Wir alle aufstehen. Die lesbisch-schwulen Filmtage haben heute den Max-Brauer-Preis bekommen und einer der Laudatoren ist Wieland Speck. Hallo Wieland. Hallo, guten Tag. Du hast das Festival auch schon aus Berlin heraus von der Berlinale und der Panorama-Reihe beobachtet und was ist dir da so aufgefallen? Naja, ich war schon beim ersten Festival dabei mit eigenen Filmen. Da hatten wir die pornografischen Filme gemacht, die den Gummi überhaupt erstmal bei den Schwulen etablieren musste. Das war zur Zeit, als man an AIDS noch starb. Von daher war ich von Anfang an sozusagen dabei, mehrfach in der Jury dann auch. Und das ist mehrfach die Leute, die das Festival hier machen, bei mir in der Jury in Berlin, beim Teddy. Also von daher eine enge Verbindung, kann man sagen. Mhm. Dieses Filmfestival, das wurde betont, hat ja auch eine positive Auswirkung für den Zusammenhalt der Community. Findest du das auch wichtig? Ja, das ist nicht nur wichtig, sondern das ist sogar existenziell für die Dauer eines Festivals. Wenn man das nur von ein paar Organisatoren machen lässt, dann hat man den Nachteil, dass wenn die aufhören, das Festival weg ist. Hier ist es verankert in einer Szene und deshalb lebt es so lang. Und deshalb ist es auch so potent, weil der Einziehungskreis ist ja groß. Die Leute kommen von überall her, nicht nur aus Deutschland, sondern weit darüber hinaus. Schauen Sie sich das Programm in Hamburg an, weil man weiß, dieses Festival existiert schon lange. Es ist ein Qualitätsstempel. Und das muss man erreichen durch Ausdauer und das geht eigentlich auch nur mit Community. Wir erfinden uns ja immer wieder neu. Wir fingen an mit lesbisch-schwul, jetzt sind wir LSBTI oder auf Englisch LGBTIQ-Stern und so weiter. Wo geht die Reise hin mit dieser Identität und den Filmschaffenden darin? Na, in allererster Linie, glaube ich, geht es darum, eine Bevölkerung darzustellen und das geht durch den Regenschirm queer. Damit sind wir so viele, dass es politisch gar nicht mehr weg, dass politisch nicht mehr weggeguckt werden kann. Die andere Sache ist, dass man die Unterabteilungen sozusagen unter dem großen Regenschirm anschaut, nämlich die Subkulturen, die die eigentliche Kreativität auch erzeugen. Und deshalb brauchen wir die vielen Subkulturen, die gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und das muss man auch immer wieder neu erzeugen, politisch auch erzeugen, damit man dann diese große Gruppe sein kann, mit der man politisch dann auch etwas erreicht. Ja, vielen Dank für deinen Speck. Gerne. Die lesbisch-schwulen Filmtage haben den Max-Brauer-Preis 2018 gewonnen und das ist natürlich ein riesiges Team und viele, viele der Helfer. Jetzt stellvertretend haben wir Eileen Pinkert von den lesbisch-schwulen Filmtagen. Eileen, ganz banale Frage, freust du dich? Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich freue mich auch persönlich, dass wir diesen Preis bekommen haben, denn es ist ja ein Zeichen dafür, dass unser Engagement, unser kulturelles Engagement, dafür wurden wir letztlich ausgezeichnet, anerkannt wurde von der Stiftung. Das Preisgeld ist mit 20.000 Euro dotiert, das ist schon eine ganze Menge und wir müssen, also wenn, falls die Frage kommen sollte, wie legen wir das an oder was machen wir damit, das wissen wir jetzt noch nicht. Wir werden das intensiv besprechen. Jetzt gibt es im Oktober wieder die lesbisch-schwulen Filmtage in Hamburg. Gibt es schon einen Schwerpunkt, den man nennen darf?
Auf jeden Fall. Einen Schwerpunkt haben wir auch schon mit unserem Mini-Heft zum CSD verraten, zur Pride Week, und zwar My Body is Political. Es geht also darum, da wird wieder das Private sehr politisch. Also es geht um Fat Positivism, also dass alle Körper erlaubt sind. Es geht natürlich um Transidentitäten, aber darüber hinaus eben auch, wie werden Körper wahrgenommen, und ich möchte mich wohlfühlen mit meinem Körper und das eben auch in der Öffentlichkeit. Ja, Eileen Pinkert, dann nochmal herzlichen Glückwunsch zum Max-Brauer-Preis und vielen Dank. Dankeschön, Wolfgang.